Wie bin ich hierher gekommen? Entschuldigung. Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch, und zwar Tiere, die komplett gestört sind. YouTube-Kacke von Herr Grievous mit Stefan. Also Stefan ist nicht dabei, aber Stefan ist bei der Reaktion dabei. Wir gehen rein, let's go. Sus, Puss. Alter der Spezies, 4 Minuten. Bevorzugte Nahrung, Schimpansen. Lebensdauer, 2. Auf der ersten. Es sind wieder wichtige Informationen zusammengetragen worden. Ja? Ich feiere es einfach so. Ich finde es so arschwitzig. Einfach Lebensdauer 2. Station unserer Reise treffen wir auf einen echten Überlebenden des Zweiten Weltkriegs, der schon im Ozean lebte, als es den Ozean noch gar nicht gab. Der Oktopus diente der Armee und machte 465 Millionen Luftangriffe. Diese dicken Unterwasserbewohner bevölkern die Tiefen des Ozeans und bedrohen jeden, der ihren Weg kreuzt, mit ihrem Panzer. Sie gehören ohne Zweifel zu den lebenden Tieren, doch kurz darauf ist der Oktopus tot. Die vulkanischen Quellen. Wow, es ging schon wieder alles so schnell. Ey, aber Oktopusse sehen auch mega weird aus, ne? Also no joke. Ich wollte gerade sagen, das sind echt kranke Geschöpfe, also. Das ist einfach so, also keine Ahnung. Ja. Aber haben Leute, die so panische Angst vor Spinnen haben, auch Angst vor Oktopoden? Habe ich den richtigen Plural verwendet. Da wäre es jetzt nicht. Das ist der richtige Plural, ja. Okay, mach bitte einfach weiter. Ich pack's gar nicht. Okay. Ich stelle gerade alles in Frage. Quellen, die am Great Rift Valley entspringen, enthalten Wasser. Das macht Leben eigentlich unmöglich. Existieren können hier nur Algen oder algenfressende Algen oder algenfressende Algenfresser oder algenfressende Algenfresser Algen oder Flamingos. Ja, okay, gut. Liegt ja auch nah irgendwie. Ne? Das sind einfach die drei. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Eben. Oder fressende Flamingo-Algen. Oh nein. Flamingo-fressende Flamingo-Algen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die würde ich gerne mal sehen. Quellen bieten Schutz für 3 Flamingos. Dies ist die weltweit größte Ansammlung von Fäkalien. Es ist schon ein atemberaubender Anblick, wenn ein Schwarm Seevögel über den britischen Inseln kackt. In der israelischen Wüste leben Skorpione, die mit Menschen verwandt sind und berüchtigt für ihren tödlichen Mundgeruch. Im Netz der schwarzen Witwe hat sich so ein Skorpion verfangen. Der Skorpion ist ein Opfer und ist schließlich vom Gift der Spinne heil. Die Riesenradnetzspinne baut die größten Spinnennetze der Welt. Aus diesem 6 Millionen Meter großen Spinnenrad kann sich nicht einmal Gott befreien. Das Mensch. Okay, ich glaube, denn, well, we forked, würde ich dir mal sagen. Da ziehen wir jetzt also die Grenze. Bei diesem Spinnennetz ist endgültig Feierabend. Ja, anscheinend schon. Aber ich finde es krass. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es schwarze Witwen auch in Israel gibt. Ich bin einfach froh, dass es sie hier nicht gibt, oder? Ja, also, das stimmt tatsächlich, Alter, ohne Witz. Also, da müsste ich auch maximal los. Aber ich habe mir sagen lassen, dass dieses Rot, also die sind ja eigentlich schwarz, aber die haben einen roten Hinterteil halt, ich weiß nicht, wie das halt professionell heißt, lol. Ja. Dass dieses Rot soll extrem kräftig sein, also das sollst du extrem gut erkennen können. Ich hätte halt so gedacht, das ist wie bei anderen Tieren, so, das heißt irgend so ein Farbverlauf, den man nicht wirklich sieht, aber das soll wohl richtig, richtig heftig leuchten, Mann. So ein Ding. Also wenn du das Ding siehst, einfach mit einem Flammenwerfer drauf, oder was? Ja, aber Vollgas. Vollgas einfach. Das Männchen hingegen ist vergleichsweise ein unbedeutendes Opfer und lebt ständig in Gefahr. Vorsichtig schleicht es sich an das viel größere Weibchen, um sich zu ficken. Doch das Männchen wird getötet. Eins ist sicher. Pro Mensch gibt es mindestens eine Ameise auf diesem Planeten. Ach Mann, Digga. Die Antarktis. Mit meinem Zuhause, der einsamste Ort der Erde. Bei Temperaturen von minus 60 Millionen Grad und einer Windgeschwindigkeit bis 4 Stundenkilometern erscheint ein Überleben unmöglich. Sobald der Winter einbricht, bricht der Herbst ein. Die Weibchen läuft das da so ab in der Antarktis? Sind gerade auf der Flucht vor den männlichen Kaiserpinguinen. Sie wollen die Weibchen vergewaltigen und töten und kurz darauf in Stücke teilen. Okay. Wo kam Simon jetzt her? Aber Kaiserpinguine sind schon geil. Also Pinguine allgemein. Einfach nur geile Tiere.
Schildkröten schwimmen alle 5 Millionen Jahre an die Oberfläche, um zu atmen. Das Krokodil und die Wasserspitzmaus haben Beef und das Krokodil beleidigt die Mutter der Wasserspitzmaus als 50 Tonnen schwere Mutter. Kurz darauf ist das Krokodil tot. Die Wasserspitzmaus ist eben sehr sensibel. Unten am Strand leben die Meerechsen, die einzigen Salzwasserechsen der Welt. Wenn sie nicht schnell genug Sex haben, müssen sie sterben. Obwohl etwa 1 Million Ameisen pro Mensch existieren, nehmen wir sie kaum wahr, es sei denn, wir werden von ihnen getötet. Diese Feuerart. Was? So, was? Okay. So heftig sind Ameisen drauf? Shit, Alter. Ameisen hinterlassen brennende US-Staaten. Bienen sind ökologische Sozialisten, die kein Buch mehr auf ihre Drecksarbeit haben. Seehunde sind wasseratmende Säugetiere wie die Menschen. Sie sind die Meister der Unterwelt. Alle Küken in dieser Menge von Vögeln schlüpfen zur gleichen Zeit. Um fit für den Rückflug zu sein, müssen sie 24/7 ihren Bizeps pushen. Die riesigen Killerwale haben einen neuen Weg gefunden, um ihre Beute zu fangen. Sie stranden absichtlich und sterben Seevögel, deren Lebensraum. Ey, what the fuck, was? Junge? Es sind so viele Facts hier drauf da. Mann, aber ey, und das ist wirklich cool, dass Orcas theoretisch am Strand einfach kurz stranden, um sich so eine Robbe zu reißen und dann wieder ins Wasser springen. Meinst du, um sich die kurz weg zu snacken? Ja, Mann, ich find's einfach nur geisteskrank geil, Digga. Also ohne Scheiß. Die Wüste ist, versammeln sich zur Inzucht auf den Küsteninseln. Über 4 von ihnen fliegen jährlich im Frühling diese winzige Insel an. Ganze 4? Mit 65 Millionen Stundenkilometern stürzen sie sich blitzartig kopfüber ins Wasser und schnappen sich den Fisch, der gar nicht merkt, dass er getötet wird. Die Karibus. Jedes Jahr treibt sie die Suche nach frischem Kot an die arktischen Strände. Sie sind ständig betrunken und legen bis zu 9 Meter auf jedem Gelände zurück. Wenn es kein Land unter ihren Hufen gibt, fliegen sie über das Wasser. Bis sie wieder an Land gehen und wieder Alkohol trinken, wie der Jäger, Meister und kurz darauf sterben. Digga, was? Ja, das war das Video von Herr Grievous. Also viel zu gestört, was da alles rausgehauen wurde schon wieder. Danke für den Vorschlag. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei Herrn Grievous vorbei. Lasst noch ein bisschen Liebe da. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr über den Like, den Abonnement und den Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.